Wir wollen in diesem Video auf weitere Arten und auch Generationen von Kernkraftwerken eingehen. Das heißt also, welche technologische Weiterentwicklung beobachtet man, welche modernen Arten von Kernkraftwerken werden bereits heute schon eingesetzt und was ist künftig noch möglich bei der Weiterentwicklung der Kernkraftwerke. Man unterscheidet landläufig vier Generationen von Kernkraftwerken. Also wir haben vier Generationen von Kernkraftwerken. Die erste Generation, das sind die Kernkraftwerke aus den 50er und 60er Jahren, als die kommerzielle Nutzung der Kernkraft weltweit begonnen hat in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien. Das heißt, das waren so die erste kommerzielle Generation oder erste kommerzielle Prototypen, die typischerweise eine Leistung hatten von zwischen 50 und 200 Megawatt Leistung, also kleine Kraftwerke. Dann haben wir die zweite Generation. Das sind die Kraftwerke, die auch heute noch im Einsatz sind. Das sind die schon angesprochenen in den vorherigen Videos, der Siedewasserreaktor und der Druckwasserreaktor. Darüber hinaus gibt es als weiteren Reaktortyp, der im Einsatz ist, den sogenannten CANDU-Reaktor, den wir uns dann im späteren Verlauf einmal ansehen wollen. Wir haben dann in der dritten Generation, das sind dann fortschrittliche Reaktortypen, die man einsetzt. Das sind weiterentwickelte Reaktoren. Dazu zählt der Advanced CANDU-Reaktor als ein Beispiel oder Hochtemperaturreaktoren. Und dann haben wir die vierte Generation künftiger Reaktortypen, also künftige oder zukünftige Reaktortypen. Dazu zählen die Flüssigsalzreaktoren, die man nutzen kann. Auch Brutreaktoren, die wir uns im Verlauf dieses Videos noch ansehen wollen. Der Brutreaktor. Und jetzt aktuell in der Diskussion sind sogenannte Small Modular Reactors. Small Modular Reactors. SMR, also SMR abgekürzt, also kleinere Kernkraftanlagen, die modular aufgebaut sind, schneller errichtet werden können. Das sind so die drei zentralen Arten der künftigen Reaktortypen hinsichtlich der Weiterentwicklung bestehender Kernkraftkonzepte. Über die Siedewasserreaktoren und Druckwasserreaktoren haben wir in den vorherigen Videos schon gesprochen. Ein dritter Typ ist der CANDU-Reaktor. Den wollen wir uns jetzt die Eigenschaften ganz kurz einmal ansehen. Also der CANDU-Reaktor, abgekürzt für Canadian Deuterium Uranium, ist ein sogenannter Schwerwasserreaktortyp. Das heißt also, er setzt schweres Wasser ein. Ein Schwerwasserreaktor. Das
Das Schwerwasser ist ja D2O, also Deuterium, daher auch das D in dem Candu-Reaktor. Der Vorteil dieser Candu, dieses Candu-Reaktors ist, dass er mit Natururan betrieben werden kann. Das heißt also kein angereichertes Uran, sondern mit Natururan. Als Kühlmedium wird in diesem Candu-Reaktor sowohl Schwerwasser verwendet, kann aber auch mit Leichtwasser betrieben werden, also in einem Kreislauf. An sich, das Grundprinzip ist natürlich wieder das gleiche, wie wir das schon bei den anderen Dampfkraftwerktypen kennen. Die Besonderheit ist halt, dass schweres Wasser als Moderator genutzt wird und der große Vorteil Natururan, das heißt der aufwendige Prozess der Anreicherung von Uran-235, er entfällt bei einem Candu-Reaktor. Ein weiterer Typ der vierten Generation sind sogenannte Brutreaktoren. Diese Brutreaktoren, der Name kommt daher, dass sie in Betrieb den Brennstoff im Reaktor selber erzeugen. Was heißt das? Typischerweise, also natürliches Uran besteht zum hauptsächlichen Teil aus dem nicht spaltbaren Isotop Uran-238, währenddessen das spaltbare Isotop, was man für die Kernspaltung nutzen kann, Uran-235 ist, welches dann für die konventionellen Reaktoren, also Siedewasser- und Druckwasserreaktoren, angereichert werden muss, sodass also in den Brennelementen 3-4% U-235 vorliegen muss. Das ist jetzt bei den Brutreaktoren nicht notwendig, sondern was passiert ist, dass wir als Reaktion eines Brutreaktors Uran-238 haben. Dieses Uran fängt jetzt ein Neutron ein. Allerdings ist es da notwendig, dass dieses Neutron mit entsprechend hoher Geschwindigkeit, also ein schnelles Neutron ist. Das ist der Begriff dieses schnellen Brüters, dass also die Neutronen nicht abgebremst werden, wie wir das bei den Siede- oder Druckwasserreaktoren kennen, durch den Moderator, um die Kettenreaktionen, die Aufnahme der Neutronen zu ermöglichen, sondern wir haben schnelle Neutronen. Was wir bekommen in der Brutreaktion, in einem schnellen Brüter als Kernenergietyp, ist dann Uran-239. Dieses Uran-239 zerfällt über einen Beta-Minus-Zerfall erst in Neptunium 239 und dann in einem zweiten Beta-Minus-Zerfall in Plutonium 239. Und dieses Plutonium ist dann unser Spaltmaterial, sodass wir dann entsprechend unsere Kernreaktion bekommen. Das heißt, also wir haben jetzt in unserem Reaktor typischerweise ein Uran-Plutonium-Mischoxid, so wird das genannt, Uran-Plutonium-Mischoxid. In unseren Brennstäben und können darüber nun unsere Kernspaltung anregen. Entscheidend, wie gesagt, bei diesen schnellen Brütern, das ist jetzt der Begriff, der wichtig ist, also der Begriff des schnellen Brüters. Schneller Brüter. Ist jetzt nicht, dass die Reaktion besonders schnell abläuft, sondern dieser Begriff des schnellen Brüters bedeutet, man braucht schnelle Neutronen, also keine abgebremsten Neutronen, sondern schnelle Neutronen für die Reaktion mit dem Uran-238, also dem nicht spaltbaren, damit dieses Uran halt angeregt wird zu Uran-239, zerfällt in das Plutonium, sodass es dann in diesen schnellen Brütern zu einer Kernspaltung kommen kann des Plutoniums und damit
die elektrische Energie erzeugen kann. Eine weitere Art der Generatoren der vierten Generation sind sogenannte Hochtemperaturreaktoren. Temperaturreaktoren, HTR, die darauf setzen, mit wesentlich höheren Arbeitstemperaturen zu arbeiten als bei den konventionellen Siede- oder Druckwasserreaktoren. Dies wird ermöglicht, indem ein gasförmiges Kühlmittel verwendet wird. Also gasförmiges Kühlmittel. Und man hat ja keramische Werkstoffe im Reaktorkern. Darüber hinaus wird Graphit als Moderator eingesetzt statt des Wassers. Die Umsetzung aus technischer Sicht ist sehr komplex. Es gab erste Prototypen verschiedener Hochtemperaturreaktoren. An sich die Idee ist natürlich, durch eine höhere Temperatur statt 300 Grad Celsius oder 280 Grad Celsius, wie wir das bei Druck- oder Siedewasserreaktoren haben, dass wir also Temperaturen im Bereich von 600 bis 700 Grad Celsius erreichen, steigert sich natürlich der Wirkungsgrad. Siedewasser, Druckwasserreaktoren haben einen typischen Wirkungsgrad von um die 35%, währenddessen Hochtemperaturreaktoren einen Wirkungsgrad von über 40% erreichen können. Also Wirkungsgrad ungefähr 40%, also 5 Prozentpunkte mehr oder höheren Wirkungsgrad als die Siede- und Druckwasserreaktoren oder auch der Candu-Reaktor. Der Candu-Reaktor hat einen Wirkungsgrad von knapp über 30%. Das macht die Nutzung natürlich attraktiv. Dennoch ist es bei den Hochtemperaturreaktoren technisch deutlich komplizierter in der Anwendung. Die Formen, die bisher umgesetzt wurden, lassen sich insbesondere wirtschaftlich nicht darstellen, sodass es also bei diesen Hochtemperaturreaktoren bisher nicht zu einer zum Einsatz gekommen ist, dass man dort weltweit viele von diesen Hochtemperaturreaktoren eingesetzt hat. Das ließ sich bisher noch nicht realisieren. Darüber hinaus gibt es in der vierten Generation noch die sogenannten Flüssigsalzreaktoren. Flüssigsalzreaktor. Oder auch Salzschmelzreaktoren. Die Besonderheit bei diesem Reaktortyp ist, dass der Kernbrennstoff in einem geschmolzenen Salz vorliegt, also Kernbrennstoff. Als geschmolzenes Salz. Also beispielsweise Uranchlorid. Vorteil von diesen Molten Salt Reactors, wie sie im Englischen heißen, also MSR abgekürzt, ist, dass Kernschmelze, wie man sie bei konventionellen Kernkraftwerken kennt, nicht möglich ist, weil der Kern ja schon im geschmolzenen Zustand vorliegt. Die technologische Anwendung ist aber auch noch nicht umgesetzt. Es gibt verschiedene Prototypen dieser Flüssigsalzreaktoren. Die Idee ist auch da, dass Temperaturen erreicht werden zwischen 700 und 800 Grad Celsius, die dann übergeben werden oder übertragen werden können an den Dampfkreislauf. Das ist jedoch technisch auch wieder sehr anspruchsvoll und ist bisher auch noch nicht in der Umsetzung. Es gibt vielleicht erste Prototypen dieses Reaktortyps, aber bisher fehlt auch da noch die technische Anwendung auf industriellem Niveau,
sodass also das auch eine Zukunftsart von Kernenergieanlagen sein kann. Und schließlich haben wir noch die Small Modular Reactors, also die kleinen modularen Reaktoren, die im Moment wieder in der Diskussion oder jetzt in der Diskussion zur emissionsfreien Energieversorgung ganz attraktiv zu sein scheinen. Also diese kleinen Reaktoren sind einfach deutlich kleiner als die großen Kraftwerke. Größenordnung von der Fläche her, das sind so ja, ungefähr 2 Fußballfelder große Flächen. Es gibt verschiedene Konzepte. Das Grundprinzip ist typischerweise ein Druckwasserreaktor, der dem zugrunde liegt. Erste Pilotanlagen oder Prototypen werden derzeit errichtet und getestet. Idee ist halt, man hat kleinere Reaktoren. Das heißt also, Aufbau, Konstruktion, Planung geht wesentlich schneller als bei großen Kraftwerken. Man hat also geringere Erstinvestitionskosten. Dennoch haben diese Small Modular Reactors den Nachteil, dass natürlich also wesentlich mehr dieser kleineren Reaktoren gebraucht werden. Das heißt also, wenn man die Energieversorgung weltweit über diese Reaktoren mit unterstützen möchte, bräuchte man viele Tausend bis Zehntausend von diesen kleinen modularen Reaktoren, was natürlich dann wieder ein sicherheitstechnisches Problem verursachen kann. Denn man hat auch viele kleine Reaktoren dezentraler verteilt, was einfach das Risiko einer technischen Störung vergrößert. Dennoch werden diese gerade diskutiert. Es gibt einige Energieversorger und auch andere Unternehmen, die in diese SMR-Technologie investieren. Nach jetzigem Stand sind auch diese Reaktoren wie die Flüssigsalzreaktoren und diese Hochtemperaturreaktoren noch im Prototypenstatus und es wird noch eine Zeit lang dauern, also sicherlich noch einige Jahre bis Jahrzehnte, bis diese Anlagen in großen Stil eingesetzt werden können, also diese Anlagen der vierten Generation, sodass der Einsatz von Druckwasser- und Siedewasserreaktoren weltweit weitergehen wird. Aber ein Generationenwechsel sicherlich noch einige Jahre bis Jahrzehnte dauern wird.